Sie wollte nicht hier sein. Sie fühlte sich einsam und verlassen, abgestellt wie ein Paket. Emilia wollte wieder bei ihm sein, sich wieder in seine starken Arme fallen lassen, so wie es schon immer gewesen war. Aber ihr altes Leben und ihre Vergangenheit waren nur noch eine blasse Erinnerung. Dann wieder ein Knacken, diesmal näher und bedrohlicher als zuvor. »Hallo? Bist du es?«, fragte sie mit ängstlicher Stimme. Nur schemenhaft konnte sie eine Gestalt erkennen, die auf sie zukam. »Wo zum Teufel warst du? Wie kannst du mich an diesen Ort bestellen und das mitten in der Nacht? Oh, das wird dich einiges mehr kosten als üblich.« Dann ein dumpfer Schlag. Ein markerschütternder Schrei drang aus ihrer Kehle, der mit dem Wind davongetragen wurde.